Hallo, hier ist Frau Theine und ich möchte dir heute einmal zeigen, wie du die Korrektur von deiner Lehrerin einsehen kannst, wenn du Aufgaben im Aufgabenmodul bei iServe für sie eingestellt hast. Wir sind hier beim Startbildschirm und du siehst hier eine kleine Glocke. Das sind die Neuigkeiten, alles das, was passiert ist. Und wenn du draufklickst, dann siehst du hier, du hast eine neue Korrektur für die Aufgabe in Deutsch erhalten. So, wir können da jetzt draufklicken oder wir gehen über das Aufgabenmodul hier. Und da sehen wir, die Korrektur ist da. Wir klicken also einmal auf die Aufgabe. Und hier oben seht ihr das, was ihr selber abgegeben habt. Und hier unten seht ihr die Rückmeldung. Hallo Dummy, dein Gedicht von Gedichtstein war ziemlich kreativ. Du hast die Vorgaben eingehalten. Toll, liebe Grüße, Frau Theine. Das heißt, eure Lehrer können euch hier den Hinweis geben, was bereits toll gelaufen ist, euch aber natürlich auch dazu auffordern, vielleicht noch etwas zu verbessern und das nochmal in den Aufgaben einzustellen oder euch eine Mail zu schreiben. So einfach ist das, kein Zauberwerk. Und solange eure Lehrerin diese Aufgabe noch da lässt und nicht löscht, könnt ihr die Korrektur auch immer wieder einsehen, wenn ihr wollt. Das war's.